Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Gestern habe ich schon darüber geredet, heute machen wir es dann Wirklichkeit. Kleiner Überblick, meine Chars, die ich mir erspielt habe in World of Warcraft Dragonflight. Wir wollen einfach nur mal so ein bisschen darüber hinweggehen und uns angucken, nochmal vor Augen führen, was ist in diesem Add-on alles passiert, was hat man für eine Arbeit investiert, etc. pp. Und ich würde sagen, damit starten wir auch direkt rein. Bei den Warband-Characters, bin ich jetzt ehrlich, habe ich. Normalerweise hatte ich die Charts immer geordnet nach, wann habe ich welchen auf Max-Level gebracht. Das ist durch das Update ein bisschen durcheinander gekommen. Und dementsprechend ist die Reihenfolge nicht mehr aktuell, aber wurscht, wir gehen trotzdem mal durch. Erster Char war auf jeden Fall Eule, Meerbär, ganz klar, den Char habe ich die meiste Zeit gespielt, sowohl im Mythisch Plus als auch im Raid und alles, was so dazugehört. Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich damit auf Max Level 50 bis 55 Tage Spielzeit in Dragonflight auf die Uhr gebracht. Also ich würde sagen, es war schon mal mehr, es war schon mal weniger, ist so ein Mix-Ding irgendwie drin. Aber ja, das war der Char, der mich als meistes begleitet hat. Danach hatte ich definitiv den Schamanen hochgespielt, bin mir zu 80% sicher, weil ich damals unbedingt Verstärker-Schamane spielen wollte, was allerdings was war, was mir da nicht so getaugt hat. Danach habe ich ihn, wenn ich ihn denn gespielt habe, auf Heal gezockt, aber auch hier kam dann nicht so viel rum. Am Evoker hatte ich ehrlich gesagt erst nicht so viel Spaß. Also der DD und der Healer-Spec haben mir erstmal nicht so getaugt, aber den Verstärkungs-Spec fand ich dann ziemlich nice. Wobei man sagen muss, dass ich in 10.0 und in 10.1 recht viel getwinkt habe. In 10.0 hatte ich glaube ich auch 8 oder 9 Chars mit über 2000 M-Plus-Rating und so weiter. 10.1 hat es ein bisschen nachgelassen und ab 10.2 habe ich so gut wie gar nicht mehr getwinkt oder sehr, sehr weniger. Da hat die Lust also definitiv ordentlich nachgelassen. Mein Pala Gisex habe ich, glaube ich, als Tank gespielt die meiste Zeit. Der war in Shadowlands mal Heiler. Da ist er dann jetzt Tank geworden. Zwischendurch war ich mal kurz Vergelter, aber jetzt nichts, was mich längerfristig gehalten hätte. Den Krieger habe ich, glaube ich, kaum gespielt. Zumindest nur am Anfang mal, weil ich wusste, dass Tank ganz nice war. Hat mich jetzt aber nicht so abgeholt mit dem Frostmage. Das war einer der Twinks, mit denen ich am meisten Spaß hatte, muss ich sagen. Frost hat zwischendurch echt Fetz gemacht und war ziemlich geil. Genauso wie Shadow Priest. Das war zwischenzeitlich auch mal ziemlich geil. Aber jetzt auch nie irgendwas, was mich länger festgehalten hätte. Hunter habe ich diese Season oder dieses Addon sehr, sehr wenig gespielt. Ist generell so ein Spec, da muss ich echt Lust drauf haben. Wenn ich den nicht habe, dann ja, spiele ich den Char nicht. Also da war diesmal sehr wenig dabei. Ich glaube, wir hatten am Anfang mal eine Challenge, die ich als Survival spielen sollte, die ich auch verkackt habe. Ja, mea culpa. Aber Hunter war scheinbar dann so ein Spec, der hat mich nicht so gecatcht, dieses Addon. Hexenmeister, da muss ich selber überlegen, wie ich den gespielt habe. Aber ich glaube, es war auch nicht so viel. Wenn, spiele ich den eh immer nur auf Destro, aber da kam dieses Addon auch nicht so viel bei rum. Erella ist der Char, den ich geboostet habe für die War Within Epic Edition. Ich weiß nicht, warum ich mir einen Hunter geboostet habe. Wahrscheinlich war es auch eine falsche Entscheidung. Aber ich wollte einen Ali-Char haben und ich weiß, ich wollte warum auch immer einen Kultiraner haben und dann habe ich Hunter genommen. Wobei mich jetzt von den anderen Klassen jetzt auch nichts wirklich umgehauen hätte, von daher passt das wahrscheinlich schon so. Dann kommen wir zu den Remix-Charakteren. Da haben wir als erstes Meerbär Time. Eigentlich wollte ich in Remix nur Klassen hochleveln, die mir noch auf 70 gefehlt hatten. Namentlich Todesritter, Schurke, Dämonenjäger und Mönch. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, weißt du was, ich hätte gerne noch einen Druiden. Und habe erstmal den gespielt. Habe ich jetzt auch nicht bereut. War ganz witzig und hat durchaus Spaß gemacht. Also haben wir jetzt Night Elf Druiden und ich habe alle Remix-Chars als Ali gespielt, weil ich halt sonst in meinem Leben fast nur Horde gespielt habe und ich wollte mal was anderes haben. Dann kam der Todesritter dran, Gisex Fanboy.
ja, ist halt ein Walk geworden, ne? Im Nachhinein ärgere ich mich darüber tatsächlich ein bisschen. Ich hätte wahrscheinlich lieber Human gespielt. Oder was hiervon, was ich noch nicht habe. Aber gut. Borg ist auch okay. Dann G6 Goat, lichtgeschmiedeter Draenei. Das müssten dann auch tatsächlich so Klassen sein, wo man ja dann die Traditionsrüstung bekommt, weil ich die ja selbst auf 70 hochgespielt habe. Das war dann also besagter Mönch, der mir noch gefehlt hat. Lokra war Stufe 67, als ich den Time Walking Char gelevelt habe. Und dann am Ende wollte ich mit dem Patch, mit dem Pre-Patch gucken, wie schnell man jetzt levelt. Und dann dachte ich mir, komm, so kurz vorm Ziel kannst du den jetzt auch noch auf 70 ziehen. Worst Rogue EU. Ja, Schurke hatte noch gefehlt, ne? Dementsprechend habe ich dann den kleinen Gnom hier in Remix hochgeballert. G6, das war mein Alipriest, den habe ich letztes Addon mal gespielt in dieser Challenge. Wie hieß es? G6 Ghost Alliance. Da habe ich den auf 60 gespielt. Und das war jetzt ein Char, mit dem ich getestet hatte, wie gut man bei dem Pre-Event leveln kann, nachdem Blizzard das ein bisschen gepimpt hatte. Und es ging wirklich sehr, sehr schnell. Und irgendwann dachte ich mir dann auch, weißt du was, jetzt bist du schon Level Paar 60, da kannst du auch die 70 noch voll machen. G6 DH. Das war der besagte Dämonenjäger, der mir noch fehlte. Den haben wir dann auch in Remix gespielt. Bangers war mein ursprünglicher Dämonenjäger. Den habe ich dann auch noch mit dem Pre-Patch-Event hochgespielt, weil, ja, warum nicht, ne? Und zu guter Letzt hatte ich ja noch gesagt, ich wollte unbedingt einen Void-Elfen haben, weil ich die Rasse ziemlich geil finde. Und der Login-Screen, der sieht richtig geil aus. Also der gefällt mir richtig gut. Und dementsprechend haben wir dann noch einen Magier hochgezockt. In Remix wahrscheinlich. Ich möchte unbedingt Magier spielen. Nächstes Addon. Wahrscheinlich werde ich dann auch die Ali-Variante spielen und mal nicht Horde. Also das wird sogar ein Char, der sehr stark zum Einsatz kommen wird. Genauso wie der Schurke. Und ja, ansonsten danach habe ich nichts weiter angefasst. Die beiden Chars waren noch auf 60 vom vergangenen Addon. Und ansonsten habe ich alle Chars, die in Shadowlands mindestens 60 waren, auch auf 70 gespielt. Würden jetzt noch die beiden hier fehlen. Monk Cherie fände ich schon ganz cool, weil ich den Namen mag. Aber ich glaube nicht, dass ich mich noch begeistern werde können, da noch irgendeinen hochzuleveln. Und der Rest ist halt so, ja, den hatte ich mir erstellt auf Frostwolf, um mir den Namen zu saven. Weiß auch nicht, was ich damit vorhatte. Dann haben wir hier noch irgendwas gespielt. Ne, ich glaube, hiervon haben wir nichts mehr gespielt. Ihr seht, es sind noch einige Chars übrig. Aber nichts, wo ich jetzt sagen würde, da hatte ich ernsthafte Ambitionen, das auf Max Level zu spielen. Alles in allem haben wir dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19 Chars auf Level 70. Zahlreiche Stunden und Tage, die wir in diesem Spiel versenkt haben in Dragonflight. Eigentlich wäre es schon noch cool, einen 20. voll zu machen, aber ich weiß nicht, ob ich mich da gerade sehe, ob ich da noch Bock drauf habe. Aber ja, alles in allem, das war die Reise durch Dragonflight. Muss tatsächlich sagen, ich hatte 10 Chars auf 70, bevor der Pre-Patch kam, und dann habe ich 9 Stück noch nachgezogen. Angefangen mit dem Boost-Char. 6 Stück müssten es sein. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 6 Stück über Remix. Und dann. Nee, es sind sogar. Sind sogar 10 Chars, die ich nach dem Pre-Patch hochgezogen habe. Die 6 Remix-Chars, der Boost, der DK. Der Priester und der Dämonenjäger. Also ich habe jetzt innerhalb von, weiß ich nicht, einem Monat oder was das war, mehr Chars auf Level 70 gespielt als in den anderthalb Jahren zuvor. Auch ganz witzig. Fällt mir gerade mal so ein. Nun denn, das war meine Reise. Wenn ich noch Abschlussfazit ziehen möchte, Lieblingsklasse bleibt der Druide, beschissenste Klasse bleibt der Schurke, für mich persönlich. Aber mal gucken, wie das mit The War Within wird. Damit danke fürs Zusehen. Ich hoffe, diese kleine Reise hat euch ein bisschen gefallen. Schreibt gerne mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, wie viele Chars habt ihr auf Level 70 hochgeballert? Schreibt es in die Kommentare. Gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und damit bis zum nächsten Video. Habt eine gute Zeit und reingehauen.